Und genau über dieses Wirtschaftliche, über die Arbeit möchte ich jetzt mit Barbara Blaha sprechen. Ich begrüße auch Barbara Blaha. Sie ist die Chefin des sozialliberalen Momentum-Instituts. Oliver Pizek, Chefökonom beim Momentum-Institut. Diese Glaubwürdigkeit in seiner Person klar zu sagen, wo ich stehe, da kämpfe ich für die Verbesserung der Lebensbedingungen der arbeitenden Menschen. Punkt. Bei dieser Krise, wo wirklich niemand was dafür kann, wäre natürlich zu wünschen, dass wir die Kosten dafür auch gerecht verteilen haben. Dass ein Justizsystem nicht kostendeckend sein muss, sondern gerecht. Das Motto der Bundesregierung war, koste es, was es wolle. Das richtet sich allerdings vor allem an die Wirtschaft und an große Unternehmen. Wir haben so viele Jahre auf das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts fokussiert. Das wäre die einzige Kennzahl, die uns über unser Wohl und Wehe entscheidet. Die Regelung war sehr streng. Der Arbeitgeber musste zustimmen und dem Arbeitgeber wurden nur ein Drittel der Lohnkosten ersetzt. Angegeben, dass ihr Kind dort betreut wurde. Nach den Beschränkungen war das kaum mehr der Fall. Das begann bereits im Flug, dass dort die Sicherheitsabstände nicht eingehalten worden sind. Wir sehen sehr deutlich, dass dieser Slogan der Regierung, koste es, was es wolle, vor allem bei den Großen ankommt. Moment mal. Die Schuldenquote, dieser Fetisch des Nulldefizits hat uns zum Teil in die Lage gebracht, in der wir sind, siehe Gesundheitssystem Italien. Schaffen wir es, gemeinsame Verschuldungsinstrumente zu entwickeln, dann profitiert davon die gesamte Eurozone. Mehr Arbeitslosengeld findet auch das Momentum-Institut sinnvoll. Die Industrie hat sich bis jetzt nicht gerade damit hervorgetan, als Vorreiter voranzugehen, sondern sich eigentlich mehr im Hinten nach darüber zu beschweren, dass die Politik überhaupt verlangt, dass sie irgendetwas tun im Bereich CO2. Tatsächlich haben laut einer aktuellen Studie des Momentum-Instituts Besserverdiener mehr vom Regierungspaket als Ärmere. Und wenn man dem Chefökonom des Thinktanks Momentum Oliver Pizek Glauben schenken darf, dann ist das erst der Anfang. Er ist mir jetzt live zugeschaltet. Danke vielmals für Ihre Zeit, Herr Pizek. Gerne.